Heute, wenn Pascha gefeiert wird, der Vorübergang des Herrn. Auch wir feiern dieses Fest schon 3 Tage lang. Und in dieser Nacht, jetzt, erreicht es seinen Höhepunkt. Was antworten wir, wenn uns jemand fragt, was unterscheidet diese Nacht von allen anderen? Können wir überhaupt darauf antworten, eine ehrliche und überzeugende Antwort geben, einem Fremden, einem Freund, ja, der Partnerin, dem Partner, dem Mitbruder, der Mitschwester, einem kritischen Zeitgenossen, der nicht glauben kann? Der Frage sollten wir uns stellen, denn an ihr entscheidet es sich, ob wir uns nicht nur Christen nennen, sondern es auch wirklich sind. Juden sind gute Geschichtenerzähler. Sie erzählen dieselben Geschichten, die wir soeben aus dem Alten Testament gehört haben. Aber bei uns kommt noch was hinzu. Das Evangelium, die frohe Botschaft. Frauen gehen zum Grab, um einem Toten die Ehre zu erweisen. Nichts Außergewöhnliches, aber was sie dort erfahren, sprengt alle Vorstellungskraft. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden. Diese Nachricht sollen sie den Aposteln weitergeben. Aber die Männer halten es für Geschwätz, Unsinn, Träumerei, Frauengerede, Kaffeeklatsch. Petrus spielt Tatortkommissar und inspiziert das Grab. Und dann geht er wieder heim, voll Verwunderung, wie wir hörten. Ratlosigkeit, Kopfschütteln, Erstaunen prägen den Ostermorgen. Doch Stunden später sind dieselben Menschen umgekrempelt. Sie glauben das Unglaubliche. Petrus, der Butterweiche, vertraut felsenfest und er reißt die Mitapostel, die Kirche der ersten Stunde mit. Aus Informanten werden Zeugen. Wieso glauben diese Leute, die mit beiden Beinen auf der Erde stehen? Weil sie dem Auferstandenen begegnen, weil sie ihn spüren und tasten, weil er mit ihnen spricht. Und genau das ist es, liebe Schwestern und Brüder, was diese Nacht vom jüdischen Pascha unterscheidet. Einst ging der Herr an den mit Blut bestrichenen Häusern vorbei. Seit Ostern kommt der Auferstandene auf uns zu. Er nähert sich uns an, er macht sich mit uns auf den Weg. Das leere Grab für sich ist kein wissenschaftlicher Beweis für die Auferstehung, das sehen wir an Petrus. Nur die Begegnung mit dem Auferstandenen kann ein Erweis sein, dass Jesus lebt. Wie schwer fällt es uns umzudenken, wenn wir herausgerissen werden aus den gewohnten Gleisen, gezwungen, unser Leben radikal zu ändern. Seit 2 Jahren herrscht Krisenmodus. Die Pandemie und der Ukraine-Krieg sind nur 2 Beispiele dafür. Von einer Zeitenwende reden die einen, andere fordern Transformationen im Lebensstil, in der Gesellschaft, auch in der Kirche. Ich spitze es zu. Transformation, ja. Unter der Voraussetzung, der eigentliche Wendepunkt der Geschichte ist Ostern. Das ist nicht jetzt 2022. Und so plädiere ich für eine Osterwende, bevor wir die Energiewende umsetzen, eine Verkehrswende und anderes mehr propagieren, brauchen wir eine Wende im Herzen. Einfach weiter so funktioniert nicht. Wir können die Krisen von heute nicht lösen mit unseren alten Schablonen. Umkehr ist dran. Ich wage die Prognose,
Um des Lebens willen werden wir wohl den Gürtel enger schnallen müssen. Wir werden ärmer, nicht immer nur wachsen. Wir müssen die Schöpfung schützen. Auch die Kirche braucht neue Formen. Die Kirche in Form bringen wollen viele. Doch Streit keimt auf, wenn es darum geht, wie tief eine Transformation der Kirche gehen kann, wie tief die Transformation gehen darf, wenn wir nicht der Kirche an die Substanz gehen wollen. Ich bin für Transformation, für eine Umformung des kirchlichen Lebens, aber halt nicht im Sinn eines neuen Systems, das keinen Stein mehr auf dem anderen lässt. Denn Jesus selbst will mehr. Er wünscht eine Reform der Herzen. An Ostern hat er eingelöst, was der Prophet Ezechiel ankündigte. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich beseitige das Herz aus Stein und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich gebe meinen Geist in euer Inneres. Derzeit treibt ein Gespenst seinen Spuk. Angst geht um. Angst vor der Zukunft, vor Krieg und Inflation, Angst vor Autoritäten, Angst vor Begegnungen, die uns zwingen, manches neu zu sehen und zu ordnen. Der Auferstandene ist kein Angstmacher. Ostern bringt frische Luft, den Duft der Freiheit. Das hat Folgen auch für die Kirche. Gottes Revolution fängt an Ostern. Neues Leben ohne Angst, eine Kirche ohne Angst. Aber eine angstfreie Kirche, sie braucht die Furcht des Herrn, Gottes Furcht, als Gabe seines Heiligen Geistes uns geschenkt bei der Firmung. Der Auferstandene durchkreuzt mit seinem Geist unser Leben. Mir fällt dabei ein Wort Martin Luthers ein, der sagte: Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, der reicht von der Erde bis in den Himmel. Manche verbinden mit der Kirche das Gegenteil, einen Kühlschrank. Ich wünsche mir eine Kirche, die den Backofen voller Liebe zeigt. Das wäre die Osterwende. Bisher haben wir nur die eine Seite der Medaille angeschaut. Der Auferstandene durchkreuzt unser Leben. Drehen wir die Münze noch kurz um. Indem er unser Leben durchkreuzt, belebt er unser Kreuz. Der Auferstandene belebt unser Kreuz. So viele Kreuze schleppen wir mit uns herum. Auferlegte und selbst gebastelte, Kreuze von Herkunft und Erziehung, Kreuze von Elternhaus und Charakter, Kreuze gestörter Beziehungen, unabänderliche Kreuze von Krankheit und Ohnmacht. Im Heute leben heißt, der Auferstandene belebt unser Kreuz. Was unterscheidet diese Nacht von den anderen? Das ist die Frage des jüdischen Kindes. Blenden wir uns in die Pascha-Feier ein. Während der jüdische Vater Geschichten erzählt, bemerken wir, dass die Tür einen Spalt geöffnet bleibt. Warum? Damit der Messias eintreten kann. Er ist der Grund unserer Freude. Und genau das ist das Besondere in dieser Nacht. Seit der Osternacht läuft der Auferstandene frei herum. Wollen wir ihn reinlassen? Wollen wir ihn wirklich reinlassen? Dann wird sich was ändern. Dann könnte er uns ändern. Jesus lebt, mit ihm auch ich, der mein Leben durchkreuzt hat. Er hat mein Kreuz belebt. Amen, Halleluja.